Wenn Sie jetzt in Bildern die schöne Landschaft sehen, wird Ihnen, ich bin sicher, recht bald ein Licht aufgehen. Wird Ihnen, ich bin sicher, recht bald ein Licht aufgehen. Zuschauer, also so viel darf ich schon verraten, dass der Ort, in dem wir heute sind, erstens heuer 1200 Jahre alt wird und zweitens, dass hier das älteste Bauerntheater von Bayern ist. Ja, und was hier geboten wird, das habe ich da auf dem Programmzettel. Die Schneidige Musikkapelle und alle Künstler, die hier auftreten, sind von dem Ort, den Sie, liebe Zuschauer, erraten können. Außer zwei Künstlern. Und da haben wir heute mal einen Dreigesang, dann eine pfundige Seitenmusik und schließlich das Couplet, die Brautschau. Und dann kommt ein Einakter mit dem schönen Titel Die Jungfrau im Walde. Also, dass diese jungfräuliche Szene ein Mordsgaudi wird, dafür sorgen die zwei bekannten Schauspieler aus München, Ernie Singerl und Willi Harlander. So, was ist jetzt da hinten, Leute? Steht's nicht rum und ratscht's nicht lang. Jetzt kommt nämlich gleich ein schöner Gesang. Ich bin ein junges Bursche, bin heiter und frei. Schieß die Gamse und Hirsche, weil ich die Jagd nicht schei. Früher Morgen. Wann's über die Berge her streut. Werk Jodel und Summer, das rings wieder heut. Werk Jodel und Summer, das rings wieder heut. Du 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 war Hollero. Drum auf der Boden schneit. Du 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 war Hollero. Wo schien die ganze Geit. Du 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 war Hollero. Ob ich mein Christi freit. Du 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 war Hollero. Drum auf der Schneit. Beim Doktor
dann mal schlafen bei der Nacht schleich mal rum. Wir schießen die Katze und brauchen keinen Hund. Drum bleib ich so wildschütz, steht's heiter und frei. Und trifft mir ein Kiegeis jagen vorbei. Und trifft mir ein Kiegeis jagen vorbei. Wacholero, drum auf der roten Wand. Wacholero, wo bist ein Jäger gespannt? Wacholero, der auf mir oberzahnt. Wacholero, drum auf der Wand. Burschen, das wissen wir genau. Sind alle drei noch ledig und möchten gern eine Frau. Heut waren wir auf der Brautschau, haben gesucht den ganzen Tag. Und alle Mädeln haben wir gefragt, ob uns den keine mag. Und alle Mädeln haben wir gefragt, ob uns den keine mag. Oh, Lodi, jott, 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 oh, Lodi, jott, 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 oh, Lodi, jott, 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 oh, Lodi, jott, 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 jott. Wir haben alle drei noch Mädel gesucht, doch gefunden haben wir keinen. Jetzt wird's die Sola bis die sein, wir bleiben jetzt wieder allein. Den Ledigsturm ist nicht verdorben, da gibt's ja gar nichts drin. Wir machen's unserem Vater noch, der ist auch nicht verheiratet gewesen. Wir machen's unserem Vater noch, der ist auch nicht verheiratet gewesen. Oh, Lodi, jott, oh, Lodi, jott, es ist mir die Luft ausgegangen. Ja, was mach ich denn nur grad? Was mach ich denn nur grad? Flickzeug habe ich auch keins dabei. Und mitten im Wald muss mir das passieren.
Wenn jetzt ein Lustmörder kommt, dann bin ich verloren. War nix, Gott sei Dank. Um Gottes Willen, was mache ich denn noch? Bis zur nächsten Ortschaft, das dauert ja eine Stunde, bis ich da zu Fuß hinkomme. Da war ich stockfinst und ich finde aus dem Wald nicht mehr raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bete, vielleicht geschieht ein Wunder. Au. Oh, heilige Cäcilie, meine Namenspatronin. Hilf einer alleinstehenden Jungfrau in Nöten. O heilige Notburger! Achso, der ist ja für Feldarbeiter. Der Christophorus, der ist für die Autofahrer. Ach. Ja, der wird sie mit den Radlfahrern nicht abgeben. Ja, gibt's denn gar keinen Heiligen, der mit dem Radl gefahren ist? Es nützt nichts, es nützt nichts. O heilige 14.000 Nothelfer, bloß doch einer Jungfrau Luft, ne? Ach, ich krieg selber schon gar keine Luft mehr. O heiliger Luftikus, fahr hinein, dass ich wenigstens bis zum nächsten Fahrradmechaniker komme. Jetzt kommt einer, der mir mein Teuerstes raubt. O heilige Cäcilie, verwandle mich bitte in ein Maiglöckchen. Ah, Hilfe! Hilfe! Warum schreist du denn so? Hat da jemand was da? Noch nicht. Aber ich erwarte es. So, da kannst du lang warten. Ja. Aha, ist da die Luft ausgegangen, hä? Ja. Ja, also, sehen tut man nichts. Ja. Vielleicht liegt's bloß am Ventilschleicherl. Mensch. Ja, Schleicherl hat ein Loch. Aha. Das braucht man bloß ein bisschen weiter raufschieben, dann halt's wieder. So. Und jetzt pumpt man's auf. Oh Gott, den hat mir der Himmel geschickt. Halt schon. Ja, ein Mann weiß sich halt immer zu helfen. Ja, mit der Goschen seid ihr weiberlei gut benannt. Aber sonst könnt ihr euch gar nicht helfen, gell? Ja, da haben Sie schon recht. Ein weibliches Wesen ohne Mann. Aha. Seine halbe Sache. Weil wir das haben, was euch abgeht, meinst du? Ja, die Kraft. So, das wäre wieder geschehen. Ach Gott, wie soll ich Ihnen das danken? Ergiebiger dem Schmarrn, du. Leider habe ich kein Geld bei mir. Ja, nachher gibst du mir halt ein paar Zigaretten. Habe ich auch nicht. Ich rauche ja nicht, gell. Ich meine, das wäre ja auch viel zu wenig für den großen Dienst, den Sie mir erwiesen haben. Sie Liebe, Sie Gute, Sie starker Mann, Sie. Nehmen Sie alles, was Sie wollen. Darf ich wirklich? Bitte. Gut. Dann nimm ich das Radl. Ja, die Holz geht durch, am besten früh aufstehen. Hol mir Öl, hol mir Öl. Müssen Sack einnehmen und dann Holzschlag gehen. Hol mir Öl, hol mir Öl. Wann die Sonne scheint und die Sacke schreit, hol die Lüri, oh, hol die Lüri, oh. Wann die Holz geht, komm, mach heut die Gäste freit, hol die Lüri, oh, hol die, oh. Selber mancher Kocher tut der Holz nicht gut, hol die Lüri, hol die Lüri. Fette Spatzen essen und dann schnappst dazu. Hol dir die, hol dir auch. Wann der Sonntag im Kürz mal Kleid angeben. Hol dir die auch, hol dir die auch. Komm, da ist der Kurs von Wein und Bratel hin. Hol dir die auch, hol dir auch. Muss ja jeder Bürger so ein Madel haben. Hol
verschlungen. Hol dir die, hol die, ja, die Holzgeckbomben am ersten Früh aufstehen. Hol dir die, ja, hol dir die, ja. Erstens hack ein Nehmer und dann Heuschlag gehen. Hol dir die, ja, hol die, ja. Liebe Zuschauer, das schneidige Holzhackerlied hat der hiesige Alpenchor gesungen. Und während es drunten im Theater weitergeht, habe ich mich auf den Weg gemacht mit einem Einheimischen, damit wir nur ein bisschen was von der schönen Umgebung sehen. Herr Matthäuser, Sie sind so nett und erklären uns jetzt ein bisschen die Berg da herum, gell? Ja, selbstverständlich, Maria. Also pass auf, wir sind jetzt da im Spitzingseegebiet. Mhm. Ah, das, was zugefroren ist da. Ja, das ist der See. Kann man im Winter drüber gehen, langlaufen. Das Ganze ist ungefähr 500 Meter hoch, da herum. Ah, das. So hoch legen wir. Und dann ist da, das ist die Brecherspitz. Und ungefähr, so man kann sagen, ein bisschen so das Wahrzeichen von dem Gebiet. Wie hoch sind die Berge da rundum überhaupt? Die sind so zwischen 1500 und 1700 rum. Aha. Das da hinten ist die Bodenschneid. Und der Teukessel da hinten, das ist die untere Fürstalm. Das ist am Faschingssonntag bei der Faschingstrein. Ja, was man da hinten bekannt sieht, ist. Ja, genau, da hinten. Das ist ja sehr berühmt. Und drüber halb am Berg, da liegt Tegernsee. So nah ist so noch, dann sind wir da, ja. Mhm. Das ist der Stimpfling. Jetzt im Winterskigebiet, wenn du genau schaust, siehst du sogar Skifahrer. Ja, ja, ich glaube, das ist einmal zu Betrieb da drin. Das ist auch, man kann sagen, bekannt. Ja. Weiter herum ist nachher der Rosskopf. Und da ist so eine kleine Mulden, da ist ein kleiner See drin, ein rechter, lieber, netter. Das ja. ist der Grünsee. Aha, wahrscheinlich von den grünen Tannen. Ja, aha, wir sagen Grärsee. Ja. Und nachher da hinten, das ist nachher der Stolzenberg. Und das war ungefähr so das Gebiet, wo man Spitzing nennt. Ach, das ist aber ein schönes Skigebiet allgemein. Ja, ja, im Sommer ist es auch im Gebiet. Da haben Triumphviecher herum, weißt du? Und im Winter haben die Pistenhirschen und die Skihasel da. Aha, die, was ihr so gern mit, gell? Ja, ja, einmal. Wie geht's jetzt da drüben? Ja, nachher, da drüben ist nachher das Sonnenwendjoch im Süden. Da rennt das Nackert felsig und auf der drüben Seite ist bewachsen, da sind auch alle, ich sag bloß deswegen, weil es da schon tirolerisch ist da drin. Ah, die Grenze ist so nah. Das ist so also nah und da. Mhm. Und das da drum, das ist das Rotwandgebiet. Und liegt ein bisschen höher, weil das ist so ungefähr knapp 2000. Aha. Jetzt mehr sagen wir nicht mehr, nee. Sonst wissen unsere Zuschauer schon ganz genau, wo wir sind. Recht, ich bedanke mich schön, Herr Matthäuser. Und jetzt schauen wir auf eine Alm. Und da erwarten uns bereits die drei lustigen Moosacher. Und wo die sind, da ist er zünftig. Also, auf geht's zur Gundelalm. Wir pressieren's, jetzt geht's dahin. Geht's auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, Schatz, die Blät. Geht's auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, sonst ist spät. Der Franzl, der lernt's Radl fahren, der fährt der Busse so. Er meint, dass man das Radl fahren, im Leben braucht er Kuh. Doch merkt der Bub, wenn's dir mal in die Ketten aussehaut, da hilft bloß eins, das rote Tür, lass aus und schrei laut. Geht's auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, jetzt geh hin. Geht's auf Zeiten, wir pressieren's, jetzt geht's dahin. Geht's auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, Chance blät. Geht's auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, sonst ist spät. Ein Radi und ein Steckerlfisch, zwei Hindel und ein Kass, zehn Brezen und ein Wurstsalat, ein Schweinsbraun und sechs Mass. Und Obstler und ein Bauernbrot, doch schmeckt hat mir der Schmaus. Und irgendwas in mir um Ohren, ich glaub, ich muss jetzt naus. Geht's auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, jetzt geh ich. Geht's auf Zeiten, mir pressiert, jetzt geht's dahin. Geht's auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, Schatz, ich blät. Geht's auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, sonst ist spät. Geht's auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, jetzt geh hin. Geht's auf Zeiten, mir pressiert, jetzt geht's dahin. Geht's auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, Schatz, ich blät. Geht's auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, sonst ist spät.
Ja, jetzt heißt's wirklich, jetzt auf Zeiten, Herrschaft, Zeiten, jetzt Chemie. Jetzt kommt's nämlich, unser Zinzi, die allerschönste vom Dorf, ist schon da. Die schönste vom Dorf ist die Zinzi. Und weit und breit jeder Bub kennt sie. Es hat sich sogar schon der Film interessiert. Aber nichts ist passiert, nein, nichts ist passiert. Sie hat zwar Talent und so Zinzi. Die Geschichten beim Film aber kennt sie. Es zahlt sie nicht aus, sie steht nichts dafür. Sie bleibt lieber zu Haus bei die Tür. Die ganze Gemeinde gibt Acht, dass niemand der Zinzi was macht. Ich bin die Schönste vom Dorf und heißt Zinzi. Sogar der Schorsch und der Wacki, der kommt mit. Es hat sich sogar schon der Film interessiert. Aber nichts ist passiert, nein, nichts ist passiert. Sie hat zwar Talent und so Zinzi. Die Geschichten beim Film aber kennt sie. Es zahlt sie nicht aus, sie steht nichts dafür. Sie bleibt lieber zu Haus bei die Kühe. Zinzi, dann bleib doch bei mir. Juhu! Vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hüttenfreunde. Und jetzt bitte alles einhängen, mitsingen und mitschunkeln. Bei dem stimmungsvollen Lied vom Schlierseer Tal. Ich möchte gern am Biersee. So groß wie der Schliersee. Ich möchte gern am Biersee. So groß wie der Schliersee. So tief und so frisch. Und nie wär ein Fisch. Ganz tief täte ich sinken. Und immer zu trinken, mal langsam, mal fix, und sonst täte ich nix. Ich sauf nicht ganz klar mein Sinn, eins weiß ich genau, wenn ich auch kein Karpfen bin, bin ich doch gern blau. Ich möchte gern ein Bier sehen. So groß wie der Schliersee, so tief und so frisch, und nie wär ein Fisch. Aue! Eine Frisch! Eine Was! Und dann Prost miteinander! Ja, ich freue mich schon sehr, dass ich heute an einem Tisch sitzen, anstoßen und trinken kann mit einer Hoheit. Und zwar mit dem deutschen Ex-Skikönig Gustl Berauer. Ja. Gustl, Sie wohnen gleich da drunten im Tal. Ja. Und sind selbstverständlich ein gebürtiger Bayer. Herr Vierlinger, da muss ich Sie enttäuschen, ich bin Riesengebirgler. Das ist nicht enttäuschend, da gibt es abfundige Leute, ja? Und wie sind Sie vom Riesengebirg da zu uns nach Bayern gekommen? Nach Oberbayern bin ich durch ein nettes Madl gekommen. Durch ein bayerisches Madl, ja? Jawohl. Wie ist denn das zugegangen? Sie hatte mein Bild schon am Nachttisch stehen, noch bevor wir uns kannten. Ja. In Garmisch haben wir uns dann kennengelernt und sind beieinander geblieben. Ah, und da ist das Bild am Nachttisch immer ein bisschen näher, nicht mal zum Bett gerutscht. Die Geschichte kennen wir ja, ja? Wann waren Ihre größten Erfolge? Ich meine die sportlichen Erfolge, ja? In welchen Jahren bitte? Von 1935 bis 1941.
Aha, was sind Sie denn da alles geworden? Welche Titel haben Sie sich erworben? Ich war 2-mal Skiweltmeister, 5-mal Deutscher Meister und als erster Mitteleuropäer finnischer Skimeister. Großartig. Wo waren Sie am besten, in welcher Disziplin? Laufen und Springen in der nordischen Kombination. Was sind Sie denn da gesprungen damals? 100 Meter bin ich bereits gesprungen. Mein Gott, das war damals schon eine große Weite. Entschuldigung, ich habe mir jetzt gerade innerlich einen Witz erzählt. Also, dass der Maxl hat mit seinem Vater zum Skispringen gehen dürfen, ja, und durch eine technische Panne ist oben nicht so weitergegangen, nicht, weil es eine kleine Pause entstanden. Nach einer Weile hat der Pfuhr zum Vater gesagt, du Papa, sag einmal, wann schmeißen Sie denn wieder mal einen runter? Und wie geht's Ihnen heute? In welcher Position sind Sie heute? Ich habe eine Skischule und bin kaufmännisch tätig. Und beides anscheinend geht ganz prima, ja, denn Sie schauen großartig aus. Sie kennen doch dieses deutsche Sprichwort, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Sie sind pünktlich gekommen, der Skikönig, obwohl unsere Jodelkönigin auch so pünktlich ist. Grüß euch, Gott, alle Wiedernachter. Maria, grüß dich. Das ist schon lustig beieinander. Ja. Bitte nehmt's doch Platz. Grüß dich, Gusto. Grüß dich, Maria. Grüß dich, Gott, Emil. Servus, grüß dich, Maria. Meine Damen und Herren. Emil Vierlinger brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, gell? Aber ich habe noch einen sehr lieben Gast mitgebracht, die Altmeisterin der Jodlerkunst, Käthe Tellheim. Bravo. Käthe, Altmeisterin, auch so eine, muss einmal angefangen haben, ja? Wo hast du denn das gemacht? Ja, also pass auf, als Kind habe ich, bin der Försterstochter, am Berlacher Forststraßen schon immer gejodelt und gesungen. Da sind ein Tisch davor gelaufen, das kennen wir schon. Ne? Aber wann hast du zum ersten Mal vor Menschen gesungen? In einem Theatersaal, meine ich. Das war 1930 im Deutschen Theater, im Weißenrössel. Jesus, ja, der große Star war damals der Max Hansen. Ja. Hm? Ja. Und wie ist dann weitergegangen? Ja, und dann bin ich vom Weißviertel ins Platzland geschiert und da war ich dann 8 Jahre. Und in diesen 8 Jahren immer wieder verlangt vom Publikum dein großer Erfolg. Und das war? Der Erzherzog Johann Jodler. Ja, und du würdest der Maria sicher einen großen Gefallen tun, wenn du ihn heute hier singen darfst. Ich habe gar keine Stimme dabei. Nein, komm. Kettl, mach dir nichts draus. Ich hab deine Stimme nämlich da draußen schon krämpft auf die Ja. Und zwar ist die Schallplatte vom Jahre 1934. Also, meine Damen und Herren, bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir schallplatteln. Sie hören den Jodlerstar vom Platzl der 30er Jahre, Käthe Tellheim. Käthe, du hast aber schon Gesang studiert, gell? Ja, ich hab schon Gesangsstunden gehabt. Ja, viele Jahre wahrscheinlich. Ja. Du hast schon was dafür, sei stimmt. Ja, das geht nicht. An dem hohen Ton hört man es ganz genau. Da schnackelt viel um bei dem Ton, ja? Von nix kommt nix. So ist es. Wunderbar. Bravo. Vielen Dank. Käthe, ganz prima. Käthe, ganz prima, aber auch herzlichen Glückwunsch, liebe Maria. Du hast ja heute eine ganz noble Gesellschaft um dich versammelt. Da haben wir also einen österreichischen Erzherzog hier auf Platte. Ja. Hier haben wir einen deutschen Skikönig und da haben wir 2 Jodlerköniginnen. Und zwar 2 Generationen, die Käthe und die Maria. Du, Emil, wir haben sogar noch eine dritte. Ah, jawohl, das ist aber da haben wir einmal die Heidi. Das ist lieb. Und da unsere Martina. Und das sind unsere jüngsten Jodlerinnen, gell? Was singt's denn heute für uns Schins? Sandmännchen, komm! Oh, wie schön für die Kinder, die jetzt ins Bett gehen müssen. Oh,
Heute ich mich zur Ruh. Sandmännchen, komm, Sandmännchen, komm, schließe schnell meine Äuglein zu. Zeig mir im Traum alle Wunder der Welt. Sag mir am Himmel, das Mondlicht hält. Lass mich die Elfen und Zwerge sehen. Ach, lass mich durchs Märchenland gehen. Rio. Zuschauer, haben Sie schon erkannt, wo wir heute sind? Na? Ich gebe Ihnen noch mal einen kleinen Tipp. Die Gegend hier ist die Heimat vom bekannten Wildschütz Jännerwein. So, wenn wir schon beim Wäldern sind, da habe ich ein kleines Gedicht, wo einer zum Beichten gegangen ist. Zum Beichten kommt zum Herrn Kaplan, der neu ist noch am Ort, der Bauernbursch, der Florian, und sagt neben anderem dort: Hab gewildert wieder letzte Nacht, hab auf einen Rehbock gezielt und hab ihn heimlich zuberbracht. Der Herr, vergib mir die Schuld. Der junge Herr Kaplan weiß weder aus noch ein, was er als Buße geben soll, und rennt zum Pfarrer rein. Da hab ich einen, der gewildert hat, im Beichtstuhl gleich daneben. Herr Pfarrer, geben Sie mir doch einen Rat, was soll ich denn dem geben? Mei, sagt der Pfarrer, man müsst schauen, ob man nicht handeln könnt. Ansonsten gebe ich im Vertrauen allweil 5 Mark fürs Pfund. So, jetzt aber Zeit für unser Bilderrätsel, und heute will ich es auf besonderen Wunsch noch mal ganz genau ansagen. Also, liebe Zuschauer, es schleicht sich im Laufe der restlichen Sendung wieder ein Bild ein, das überhaupt nicht in unsere heutige Umgebung passt. Wenn Sie das Bild erkannt haben, brauchen Sie eigentlich nur die Auskunft anrufen, um die Telefonnummer der Stadt- oder Gemeindeverwaltung zu erfahren von dem Ort, den Sie auf dem eingeblendeten Bild erkannt haben. Ihr Anruf wird dort bis 21 Uhr erwartet unter dem Stichwort Fahrt ins Blaue. Aber bitte rufen Sie nicht beim ZDF an. Es gelten wirklich nur Anrufe bei der Orts- oder Stadtverwaltung des Ortes, den Sie auf dem Bild erkannt haben, das eingeblendet wurde. Und es gewinnt wieder wie üblich der 13. Anrufer eine 14-tägige Urlaubsreise für 2 Personen an den erkannten schönen Ort. Also wünsche ich heute viel Glück beim Raten. Und jetzt geht's auf mit einer schönen Musi. Schneidig, zünftig, modern und trotzdem bayerisch. Jeder mag's, die Hot Dogs. Der Schorsch spielt die Tuba in der Blasmusik. Resal jodelt mit im Dreigesang. Der Schorsche sagt: Du Resal, jetzt wird's höchste Zeit, dass wir's endlich einmal backen miteinander. Hoppla, dü, hoppla, da, sind wir lustig. Hoppla, auf geht's, bock mal's wo. Hoppla, dü, hoppla, da, sind wir lustig. Hoppla, auf geht's, bock mal's wo. Resal sagt: Du Schorsche, dass du wieder bist. Es sieht man schon, wenn du auf der Tuba spielst. Versprichst mir, dass mir du nicht alle Knochen brichst. Ja, dann packen wir's halt, wenn's ums Verrecken willst. Hoppla, dü, hoppla, da. Resal druckt und kürzt fast wieder noch als wäre sein Instrument. Und Resal hat jodelt, wie es ist, kehrt.
hat sie vor Freude immer auskennt. Jetzt spielt der Schorschi wieder bei der Blasmusik und Resal singt wieder mit dem Dreigesang. Und jeder wundert sich, wie schön der Schorschi bloß und wie das Resal noch viel schöner jodeln kann. Hoppla di, hoppla da, samba lo. Aber Pech gehabt. Aber das macht nichts. Es hat einmal einer geschrieben, Spitzensalat am Spitzingsee, das war Spitze. Ja, das ist Spitze. Gell? Es ist aus. Er aber machte sich ran und zog sie raus und lachte. Spitzensalat am Spitzingsee. Das war Spitze. Das war Spitze. Sie hatte nagelneue Ski. Hinterher, denn sie gefiel ihm sehr. Sie fuhr ihm fast davon, er resignierte schon. Doch als sie plötzlich nur noch eine Schneewolke war, da dachte er, das ist ja wunderbar. Spitzensalat am Spitzingsee, das war Spitze. Spitzensalat im Pulverschnee, das sie fiel nicht sachte und dachte, es ist aus. Er aber machte sich ran und zog sie raus und lachte. Spitzensalat am Spitzingsee, das war Spitze. Das war Spitze. Spitzensalat am Spitzingsee, das war Spitze. Spitzensalat im sie fiel nicht sachte und dachte, es ist aus. Er aber machte sich ran und zog sie raus und lachte. Spitzensalat am Spitzingsee, das war Spitze. Das war Spitze. Sauber vom Fuß bis zum Hals, aber der Kopf, der verschandelt heut alles. Und Sterndl ist lustig und Sterndl ist gesund, der Arsch wiegt ein Zentner und das Herz wiegt 10 Pfund. Holla die Via, holla die O, holla die Via, holla die O.
Zeit miteinander. Ich danke euch fürs Zuschauen, geb jedem gern die Hand. Zur nächsten Fahrt ins Blaue lad ich sie heute schon ein. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, doch wo wird das wohl sein? Das war's wieder, liebe Zuschauer. Unser Reiseziel war heute das 1200-jährige Schliersee mit dem Therofalltheater und dem Spitzingsee. Bis zur nächsten Fahrt ins Blaue. Führt euch Gott und bleibt gesund.